Was geht, Leute? Obito hier mit einem weiteren Video für euch. Heute haben wir wieder die monatliche Level Limit Break Tierlist bzw. das Level Limit Break Update. Wir sprechen die 5 Units durch, die in den Batch rausgekommen sind und packen sie dann wieder hier in unsere kleine Tierlist rein. Und wir fangen einfach mal direkt mit Douglas Bullet an. Douglas Bullet war so schon ohne Level Limit Break immer noch eine sehr gute Legende, einfach wegen seiner Mechanik, dass er mit seinen Angriffen, mit seinen Normal Attacks halt super effektiv gegen alle Typen ist und das konnte immer noch bei sehr vielen Sachen abused werden, um irgendeinen Content zu schaffen. Natürlich hat er mittlerweile ein bisschen an Stärke verloren, einfach weil er halt gepowercreept wurde und weil man mittlerweile eine viel größere Auswahl an Legenden hat, um schwierigen Content zu schaffen. Immer noch trotzdem sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Er hat hier ein Update bekommen, definitiv. Seine Standard-Ability als Captain war ein 4x-Boost und 4,75 für ihn selber. Nach Level Limit Break ist es ein 4,75er-Boost für alle und ein 5er für ihn selber. Ansonsten hat sich halt nichts geändert in der Captain-Ability, aber da konnten sie auch nicht so viel machen, glaube ich, vom Spielraum her, weil es sonst viel zu gut wäre. Auf jeden Fall ein fantastischer Captain, also kann man nichts anderes zu sagen. Ein 5x-Captain für ihn selber, 4,75 für andere und effektiv gegen alle Typen kann man definitiv mal als Hybrid irgendwo spielen. Und wir kommen jetzt zum Special und das ist natürlich deutlich besser als vorher. Das Special vorher hat 20% Schaden gemacht an allen Gegnern und in True Damage und zweimal den Damage, den der Charakter mit Normal Attacks gemacht hat in der Runde at the end of turn for 2 turns. Das heißt, er hat so End of Turn Damage gemacht, konnte auch im Resilience und so drumherum spielen. Jetzt sein neues Special macht erstmal die Reduzierung von allen gegnerischen Damage, Nullifications und Barrieren bei 2 turns, was halt insane ist. Das ist ein fantastisches Special, sowas zu haben. Macht auch wieder den Damage und End of Turn Damage, da hat sich dann nichts verändert. Aber wenn es Normal Attacks only gibt, wenn das Special gelauncht ist, kriegt ihr noch einen Strength, Quick und Int, 2,5er ATK Boost für einen Turn und einen 1000er Base Attack für einen Turn. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist einfach ein fantastische Level Limit Break Unit. Also, Bullet war vorher ja schon strong. Mit dem Level Limit Break wird er noch stärker. Natürlich, ich weiß das, das ist auch der Grund, warum solche Units nie in irgendwelchen Top 50 Tierlists auftauchen. Es sind alte Legends, sie haben meistens schwächere Captain Abilities, sie haben keinen Super Type, sie haben meistens Specials, die nur eine Sache machen oder so. Verstehe ich, aber der Bullet ist trotzdem ultra strong. PvP hat sich nicht viel geändert. Er gibt halt hier im Endeffekt bei seinem Rumble Special ein bisschen mehr Buffs und Debuffs, aber er ist halt Unit einfach nicht gut. Er hat diesen Provoke für sich selber, kann vielleicht in irgendwelchen Dev-Teams mal gespielt werden, aber für PvP ist er eigentlich irrelevant. Aber sein Kit so Captain und Special als Level Limit Break finde ich fantastisch. Und jeder profitiert davon, diesen Bullet in der Box zu haben. Und ich würde auch bei Bullet sagen, dass er ein God-Tier-Level-Limit-Break ist. Sogar mit der Beste, würde ich sagen, nach den beiden hier. Also Bullet wäre für mich schon eine Unit, die close davor ist, in so einer Top-50-Legend-Tier-List vielleicht aufzutauchen. Man darf ja nur nicht vergessen, dass dieser Akainu und Aokiji halt sehr, sehr krasse Units sind. Ne? Das ist schon richtig, richtig übel. Aber der Bullet kommt auf jeden Fall dran. Sehr, sehr nice. Nächste Unit. Dex können wir direkt überspringen. Wir gehen direkt zu Quick. Und die nächste Unit ist Zephyr. Zephyr war immer komplett irrelevant, liegt halt auch einfach daran, dass er Shooter ist. Er hat hier seine Captain Ability, die sich hier andauernd verändert hat, logischerweise, weil er hatte eine Default Captain Ability damals, dann LB Plus, dann Level Limit Break und Level Limit Break und LB Plus. Wir gucken uns die alte Ability nicht an, weil die auch schon Trash war. Wir gucken direkt in die ganz neue, also in LLB plus LB Plus. Reduziert Special Charge bei One Turn at the Start of the Quest. Sehr nice. Boostet HP von Shooter-Charakteren bei 1,2 und ATK bei 4,5. 5,25, wenn sie ein Matching Orb haben, auch sehr stark. Also so eine klassische Level-Limit-Break-Captain-Ability, wo ihr ein 5x oder 5,25x Captain seid. Reduziert Damage Received bei 10%. If Crew applies Slot Boost Effect Boost with Special Extends the Duration of Crew Slot Effect Boost by One Turn. Also eine solide Captain-Ability ist jetzt nicht die krasseste Level-Limit-Break-Captain-Ability, aber man kann das halt vielleicht mal als Hybrid-Captain irgendwo spielen, irgendwann mal, um einen Slot-Effekt-Boost zu verlängern, wenn man das wirklich braucht. Ist natürlich aber trotzdem sehr, sehr nischig, ne? Aber die Captain-Ability ist halt okay. Wir gucken uns das Special an. Das macht 30% auf Enemies Current HP to one enemy, also einfach so ein HP-Cutter. Boosted Shooter-Charakters Attack by 2.25 for 3 turns. Changes to Orbs, including Block Orbs of Shooter-Characters into Matching Orbs. Auch hier wieder
missing a chance, meiner Meinung nach. Das ist cool mit diesem Shooter-Attack, 2,25 für 3 Turns. Kann man vielleicht mit dem neuen Ben Beckman oder mit dem neuen Shanks zusammenspielen, weil Shanks hat ja keinen ATK-Boost und Ben Beckman hat den, glaube ich, nur über den Super-Type. Also vielleicht passt er ganz gut dann in so ein Team von denen rein, vor allem, weil er auch quick ist und Shooter. Aber er changed halt wirklich nur Block-Orbs auf Shooter-Characters into Matching-Orbs. Das ist halt schon ein bisschen madig. Das wäre halt nicer, wenn das zumindest ein Orb-Change für alle wäre. Dann könnte man denen in so Hybrid-Teams einfach dann als Orb-Manipulator reintun. So kann man es halt nicht. Und der ATK-Boost ist halt logischerweise auch nicht Rainbow, sondern nur für Shooter. If crew has damage reduction status except threshold damage reduction when special is launched, reduces all enemies' death up and damage reduction duration by 3 turns, reduces crew's bind despair duration by 3 turns. Tja, sehr cooles Special, definitiv. Also, ich finde, dass das Special halt sehr, sehr gut designt ist, bis auf den Punkt mit diesen Block-Orbs von nur Shootern. Aber was ihr im Endeffekt bekommt, vor allem wenn ihr den neuen Shanks oder den neuen Beckmann habt, ist einfach eine Unit, die euch für Miniboss und Boss-Stage einen ATK-Boost gibt, euch Matching-Orbs geben kann auf der Miniboss-Stage, die, wenn ihr Damage-Reduction-Status habt, noch beim Gegner Death-Up reduziert, Damage-Reduction reduziert und Crews da Bind und Despair reduziert. Ein sehr cooles Special, meiner Meinung nach, was man immer wieder mal benutzen kann, wenn man das dann braucht in so einem Shooter-Team. PvP haben sie ihn auch ein bisschen verändert, aber er ist immer noch relativ irrelevant. Also er macht halt einen ziemlich hohen HP-Cut und dann Fixed-Damage und er evadet halt Action-Bind und Damage von Strength. Das Ding ist halt einfach, Shooter sind halt im PvP noch irrelevanter, als sie es im PvP sind. Und deswegen wird er da nicht gespielt werden, obwohl das Special halt eigentlich okay wäre. Die Frage ist jetzt, wo ordnen wir ihn ein? Ich finde ihn schon strong, tatsächlich. Ich finde ihn auch besser als den Aesir, der Shooter war. Er ist auch halt allein schon deswegen besser, weil durch die neuen Shanks und Beckmann ist er halt der perfekte Sub in so einem Quick-Team. Er ist natürlich kein Gott-Tier LLB-Charakter und Standalone wäre er wahrscheinlich auch in Top-Tier relativ weit um. Ich würde halt sagen, nur durch den Fakt, dass er halt mit Shanks und Beckmann so gut funktioniert und er halt doch ein sehr, sehr gutes Update bekommen hat, würde ich ihn dann schon in Top-Tier und nicht in gut packen. Ist halt schwierig, wohin die Units hier sind, alle ungefähr das gleiche von der Stärke her. Vielleicht irgendwo hier sollte eigentlich passen. Also wie bei meinen ganzen anderen Tierlist-Videos, ne, hängt euch nicht daran auf, wenn eine Unit hier ist und eine andere hier, dann heißt es nicht, dass die 1000% besser ist. Dann heißt es vielleicht entweder nur, ich habe keine Ahnung, wie ich das vernünftig raten soll und würde einfach mal sagen, der ist besser. Oder die Unit ist tatsächlich nie besser. Aber ne, macht euch nicht fertig, wenn hier eine Unit, wenn ihr eine andere Meinung habt, was die Position von der Unit in einem Tier angeht. Ja, das war Zephyr. Nice Unit. Definitiv. Aber halt leider für Shooter. Mal gucken, wie viel Shooter-Support wir in Zukunft noch bekommen oder ob das mit Shanks und Beckmann sich dann jetzt wieder erledigt hat. Tesoro ist eine sehr interessante Unit. Liegt einfach daran, dass er in PvP damals schon viel gespielt wurde und immer noch teilweise in Striker-Teams gespielt wurde. Das heißt, er ist sowieso schon worth ihn zu haben als Upgrade, wenn ihr ihn PvP benutzt, allein schon nur deswegen. Seine Captain-Ability haben sie auch sehr gut verändert. Seht ihr auch wieder, er hatte mal eine Default-Captain-Ability, dann LB+, dann Level-Limit-Break, jetzt Level-Limit-Break und LB+. Wir gucken uns natürlich wieder nur die höchste Variante an. Er boostet hier Berries Earned bei 2,5. Sowas ist halt komplett irrelevant. ATK von allen Charakteren bei 5 times und HP 1,35. Ist ja halt ziemlich cool, weil er halt ein Rainbow-Captain dadurch ist, ne? Boostet noch die Chance, Matching-Orbs zu bekommen. Boostet die ATK von allen Charakteren bei 5,5 after scoring 4 Grades in a row. Das ist natürlich wieder Crap. Liegt einfach daran, dass sobald ihr Grades hittet, ihr eigentlich nur noch mit Chain Lock arbeiten könnt, weil wenn ihr nur Grades hittet, wird eure Chain schwächer. Wenn man Striker, Shooter, Fighter, Slasher, Free Spirits, Rebel Powers und Driven Charakter in der Crew hat, reduziert es noch Crew Special Bind, Special Reverse Duration bei 5 Turns. Moment mal. If you have a Striker, Shooter, Fighter, Slasher, Free Spirit. Okay, man muss das alles in der Crew haben. Okay, ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, würde ich mal behaupten. Das ist auch sehr speziell. Aber man kriegt dafür auch was. Man kriegt dafür die Möglichkeit, Special Bind oder Special Reverse 5 Turns als Captain Ability zu reduzieren, was halt sehr cool ist. Man muss allerdings sagen, dass dieses Great Scoren einfach kacke ist. Da, also, muss man halt ganz ehrlich sagen, das macht einfach keinen Sinn. Ja, schwierige Captain Ability, das vernünftig zu raten. Klar, es ist cool, er ist halt ein Rainbow Captain und das macht es halt schon ganz gut. Aber ihr kriegt diese verbesserte Captain Ability im Endeffekt nur, wenn ihr Grades hittet und das wollt ihr eigentlich nicht machen. Aber denkt auch dran, hier dieses Scoring a Perfect Boost ATK Boost for the next attack by 40%. Also, wenn ihr ihn als Captain spielt, müsst ihr tatsächlich dann auch die ganze Zeit schon Grades
hitten, weil ihr mit Perfects einfach dann irgendwann keinen Schaden mehr macht. Und ich glaube, sein Kit ist auch im Allgemeinen so designt, dass ihr halt Greats hitten könnt, weil er halt Chainlockt, ne? Ja, er ist ein Chainlocker. Ja, ist halt eine sehr, sehr schwierige Unit. Also wir lesen das Special auch nochmal komplett durch, macht 500.000 Damage auf allen Gegnern, changes all orbs of top and bottom row into matching orbs, prevents top and bottom row character slots from being changed until top or bottom row character lands a perfect strike. Das heißt, er gibt dieses Slot Change Impossible auf eure Orbs, was halt auch Capone Pirates macht, und er lockt den Chain Multiplier bei 3,5 für einen Turn, und wenn die Crew 4 Greats hittet, ist es ein 4er im nächsten Turn. Also overall eine coole Unit, würde ich sagen. Es gibt halt manchmal Content, wo ihr halt so diesen Debuff bekommt, dass ihr unter einer gewissen Chain keinen Schaden macht. Dafür wäre er wahrscheinlich dann perfekt. Weil dann hittet ihr halt im Endeffekt Greats, wenn ihr ihn als Captain benutzt. Ihr habt einen ordentlichen Captain Boost. Ihr könnt noch Special Bind und Special Reverse umgehen, wenn ihr das Team richtig baut. Ihr habt ein Special, was euch halt zwei Turns einen Chain Lock gibt und ihr auch Matching Orbs bekommt. Also er ist ein bisschen so wie Iso Kiko Light. Weil er gibt halt logischerweise keine Wano Orbs. Seine Captain Ability ist nicht so gut und er kann nicht Wave clearen. Also er kann schon Wave clearen, aber halt mit einem Special. Aber ist jetzt kein Gott-Tier-Level-Limit-Break, würde ich sagen. Aber ist auf jeden Fall cool zu haben. Und man wird das auch wahrscheinlich irgendwann mal einfach nutzen können, um irgendeinen Debuff zu umspielen, wenn man die Units halt einfach nicht hat. Weil er halt eben mit diesem Chainlock um diesen Chaindown-Debuff drumherum spielt. In Rumble gucken wir uns natürlich auch noch an, ob es da ein großes Update gab. Da werden sie wahrscheinlich vorsichtig gewesen sein, weil er sowieso in Rumble schon ziemlich gut war. Ja, also die Rumble-Build hier hat sich im Endeffekt ein bisschen verändert. Er kriegt halt Level 3 Death Up anstelle von Level 1, was halt schon sehr stark ist. Das ist anscheinend, das ist ein großer Unterschied. Und vom Special her macht er halt übelst viel mehr Schaden. Da gucke ich das mal an. Er hat vorher 1200 Fix Damage gemacht. Mittlerweile macht er 3500 in der Large Range anstelle von Medium. Er gibt Level 7 Death Up für die Crewmembers für 10 Sekunden. Da hat sich da nichts geändert und er hat noch ein bisschen Resistance eingebaut für Strength. Also ich würde sagen, dass er halt im PvP einen sehr, sehr krassen Buff bekommen hat. Sehr, sehr stark auch. Ist eine sehr cooler Level Limit Break geworden, meiner Meinung nach. Jetzt liest sich natürlich nicht so, als wäre das hier jetzt die krasseste PvE-Legende ever. Ist halt so ein bisschen nischig, vor allem, weil man das nur gegen Content... Also man wird ihn halt ausschließlich gegen Content spielen, wo man mit einem Chainlock arbeiten möchte und sonst niemals, weil die Captain Ability und das Special sonst einfach viel zu kompliziert sind und einfach nicht vernünftig funktionieren für irgendwas anderes. Also er wird nicht in irgendwelchen High-Damage-Teams gespielt werden oder sonst irgendwo. Aber useful ist es trotzdem und ich würde sagen, overall PvP und PvE mit in Betracht gezogen, was wir hier bei dem Level-Limit-Break-Sachen machen, würde ich sagen, dass er eine Top-Tier-Unit ist, definitiv. Iso Kiko Light, sehr starke PvE-Unit, würde ich auch sagen, eher sehr weit oben, sogar im Top-Tier. Ist wahrscheinlich auch Zephyr einfach besser als Zephyr, weil er halt kein Shooter ist. Ja, wo packen wir ihn hin? Schwierig zu sagen. Keine Ahnung, ich würde mal sagen, hier oben irgendwo. Also der gefällt mir schon ziemlich gut von dem, was er macht. Ist halt schwierig, den vernünftig einzuordnen. Kurz drüber nachdenken, ob ich das wirklich so machen möchte. Ich habe mir gerade überlegt, kurz, ob ich ihn doch schon in Gott hier packe. Aber das Ding ist halt, er ist im PvP zwar sehr gut, aber er wird halt nicht in Teams so wirklich gespielt, die so wirklich Meta sind. Vielleicht spielt man mit ihm dann ins zweite Team, wo er dann super krass ist. Dann ändert sich die Tierlist natürlich auch nochmal. Aber wäre im PvP halt eine Staple in irgendwelchen absoluten Meta-Teams, hätte ich ihn in Gott-Tier gepackt. So bleibt er für mich Top-Tier. Halt auch einfach, weil Level-Limit-Break und Special halt auch nur für gewisse Situationen nützlich sind und nicht immer. Und auch die Captain-Ability ein bisschen restricting ist mit diesem Greats-Hitten. Top-Tier ist, glaube ich, ein guter Spot für ihn. Und wir machen weiter mit der nächsten Unit. Die nächste Unit ist dann Psy, das ist nämlich dann schon der Stampede Luffy. Stampede Luffy war immer schon eine ganz gute Unit tatsächlich, einfach weil er eingebaut als Captain Ability 10 Turns Despair und Paralyse reduziert hat, was man dann als Hybrid auch mal am Anfang noch mit Yamato und so gespielt hat, weil man sich dann fast keine Debuffs mehr kümmern musste. Wir kriegen jetzt hier die upgedatete Version. Das heißt, er reduziert Special Charge Time of this Character by 3 Turns after the start of the quest. Das heißt, er selber ist dann wahrscheinlich immer ready. Boosted ATK von Strength Decks und Psy Charakteren 4,5, Damage Receive 20%. Boosted ATK, dieses Charakters bei 5,25 macht Strength Decks und Psy Orbs beneficial for Strength Decks und Psy Characters, reduziert Despair und Paralyse bei 10 Turns, also so wie es vorher halt auch war. Wenn die HP 30% oder weniger ist, boostet Chain Multiplier Growth Rate bei 1,2. Ja,
schwierig. Allein schon deswegen, weil er halt eine Unit ist, die durch Special oder durch Captain Ability sich selber keine HP abziehen kann. Das heißt, sie müsste dann was anderes spielen, um ihn unter diese 30% zu bringen. Wird wahrscheinlich niemals jemand machen. Von Despair und Paralyse hat sich ja nichts verändert zu seiner Base-Version. Ansonsten macht er halt ein bisschen mehr Schaden. Aber auch hier wieder Missed Opportunity, meiner Meinung nach. Es ist wieder nur für ihn selber. Ne? Also klar, er macht halt auch einen höheren Boost für alle anderen. Aber dieser ganz hohe Boost ist wieder nur für ihn selber. Gucken wir uns das Special auch noch an. Macht ein bisschen mehr Schaden an allen Gegnern. Changes Slot of this Character to Psy. Das ist halt cool, weil er vorher halt keine Möglichkeit hatte, sich Matching Orb zu geben. Kann man bestimmt in irgendwelchem nischigen Content benutzen, um einfach mal einen Mini-Boss zu killen, weil er halt einfach sich selber boostet. Aber dann würde er wahrscheinlich auch nur als Sub gespielt werden und halt nicht als Captain. Außer ihr bräuchte halt unbedingt diese Despair- und Paralyse-Reduzierung. Er boostet noch ATK und Slot-Effects von diesem Charakter 3,25. Boostet Base-Attack bei 1000 für 2 Turns und adds 0.25 to the effect of Type Boost that are launched after the Special bei Strength-Dex und Psy-Charakteren für 3 Turns. Ja, sehr cooles Special, aber ich würde halt sagen, das ist so ein bisschen vom Charakter her so Toki-Light. Also das Special liest sich so ein bisschen so wie das Special von Toki, nur dass er natürlich nicht die Leute immun macht, dass man es nicht vorher zünden kann und dass es nur für ihn selber gilt. Also ist so ein bisschen so Toki-Light tatsächlich, würde ich sagen. Keine Ahnung, wie sinnvoll das noch in 2022 ist, wenn wir einfach Specials haben, die diesen 3,25er ATK-Boost einfach auf die komplette Crew geben und nicht nur auf ihn selber. Ne? Das ist dann halt wieder die andere Frage, weil er bietet euch sonst, außer ihr spielt ihn als Captain, nichts zur Utility. Er macht irgendwie keine Debuffs weg oder sonst was. Er gibt euch nur Damage und ein bisschen Base-Attack und auch nur Base-Attack für ihn selber. Also schon ein bisschen kritisch. Rumble-Ability wurde ein bisschen verbessert. Gibt jetzt Level 6 HP up to Fighter. Fighter jetzt auch nicht gerade Meta. Mal gucken, was da in Zukunft kommt. Ist halt ein Update, also ist ganz cool. Hier wurde das Special auch verändert. Macht ein bisschen mehr Schaden. Und er kriegt noch ein bisschen Resistance dazu. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dir, Luffy? Es ist halt tatsächlich kein großes Update zu seiner vorherigen Version. Was auch irgendwie Sinn macht, weil die vorherige Version war auch wirklich playable, war natürlich nicht irgendwie in den Top 50 Legends oder so. Der ist halt schon outdated und wird halt eigentlich überhaupt nicht mehr gespielt. Und ich glaube auch, mit dem Level Limit Break Update wird er auch nicht gespielt werden. Deswegen allein schon landet er meiner Meinung nach nicht in God-Tier, weil das ist so schon eine Voraussetzung dafür, vor allem weil PvP halt auch Crap ist bei ihm eigentlich. Ist er gut? Ja, gut ist er schon. Top-Tier, schwierig. Ich würde sagen, irgendwo am Ende von Top-Tier. Ihr dürft halt nicht vergessen, dass es hier dann halt auch darum geht, ob eine Unit auch ein Update zu ihrer normalen Version bekommen hat. Natürlich würde ich sagen, von seiner normalen Stärke her, was er macht, kann man ihn schon aufs Ende von Top-Tier setzen oder fast God-Tier für so eine Level-Limit-Break-Unit. Aber es geht ja darum, wie ist er besser geworden von seinem Level-Limit-Break zu seiner Standard-Version. Darum geht es hier ja in dieser Tierlist. Und da gibt es hier halt extreme Unterschiede bei vielen Legenden und bei ihm ist das halt nicht der Fall. Er ist ja trotzdem eine gute Legende und ich glaube, da passt er halt ganz gut hin. Und jetzt gehen wir zu Int. Da haben wir noch den V1 Sanji 6 Plus. Auch Level Limit Break bekommen. Wird sehr nützlich sein, er lernt jetzt schon für die Grand Voyage, die morgen rauskommt. Also passt da auf, dass ihr die Copies von ihm mitnehmt, wenn ihr sie bekommen könnt. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen Glück aus Tickets oder so. Auf jeden Fall kriegt er ATK Boost bei 5 Times und alle anderen Charaktere 4,5. Was natürlich ein riesiger Unterschied ist zu seiner normalen Version, die halt richtig kacke war. Und er macht Recovery und Tandem Orbs beneficial für alle Charaktere. Er hat eine Captain Action Skywalk. Ihr kennt das ja von den ganzen Sanji-Legenden. Die können Skywalken als Captain Action. Dann wird er unable to attack for one turn. Er preventet, also er verhindert, dass alle Debuffs auf ihn selber kommen. Zum Beispiel Bind, Despair, Silence, Paralyse. This does not remove own Captain Boost while he's unable to attack. During the next turn boost attack of this character by 10 times instead. Ja, das ist halt schon sehr nischig, dieser Skywalk gab es halt vorher im Endeffekt auch schon, der wurde halt nur ein bisschen vom Damage erhöht. Das wird niemals benutzt werden. Also das ist relativ irrelevant, aber, also außer jetzt vielleicht bei der neuen Grand Voyage Stage einmal. Aber seine Captain Ability ist deutlich besser geworden, was bedeutet, man kann ihn auch mal als Hybrid Captain spielen. Und ihr dürft ja nicht vergessen, dass
seine Captain Ability so low war, weil er halt durch diesen Booster zu viel Schaden gemacht hat. Das heißt, wer weiß, wie viel Damage er jetzt macht als ein 5x-Captain, diesen 10x-Boost. Also das könnte schon übel sein, aber ist wahrscheinlich auch eher nischig, dass man ihn irgendwo für braucht. Das Special, 200.000 Fixed Damage to all Enemies, changes all Slots, including Block Slots, into Matching Slots. Ja, das hätte ich mir gewünscht von Zephyr. Also keine Beschränkung. Einfach alle Orbs in Matching Orbs, egal was. Adds 1.4 to Chain Multiplier for one turn, reduziert Chain Multiplier Limit, Chain Coefficient Reduction, Burn and Paralysis Situation by 7 turns. If Sanji is your captain or friend, guest captain boost base attack of this character by 1200. Ja, insane Special. Das macht Spaß zu lesen. Guckt euch das an. Wenn ihr ihn als Sub in irgendeinem Team spielt, ihr kriegt Matching Orbs durch Block Orbs, ihr kriegt einen 1,4er Chain Multiplier, was auch in 2022 immer noch übel viel ist. Und ihr reduziert noch Chain Limit, Chain Coefficient, Burn und Paralyse bei 7 Turns. Das sind 3 Debuffs, 7 Turns weg. Das ist ein insane Special. Das ist richtig, richtig cool. Wir gucken uns noch die Rumble Ability an. Da gibt es halt ein Mini-Update. Beziehungsweise es gibt hier ja doch Speed-Update noch, aber er wurde in Rumble sowieso schon nie benutzt. Sein Special wurde tatsächlich mal benutzt, weil man ihn als Ersatz, als PvP damals rauskam, auf der Bank spielen konnte, als so Nuker-Unit. Jetzt macht er immer noch Death Down. Er macht ein bisschen mehr Schaden und hat noch Resistance. Da waren sie halt auch wieder eher vorsichtig, weil sie genau wussten, dass er damals im PvP auch schon gespielt wurde. Das ist kein gutes Update im PvP. Aber das Special ist halt insane. Das finde ich super, super nice. Die Captain Ability ist auch ein cooles Update. Ist er ein Gott-Tier-Level-Limit-Break? Das würde ich vielleicht dann doch eher nicht sagen. Aber er ist kurz davor. Ich würde ihn mal hier zu dem Kusan dazu packen. Und damit sind wir halt auch schon wieder durch mit dem Update von den Level-Limit-Break-Units für diesen Monat. Wie gesagt, hängt euch hier nicht an der Tierlist auf. Wenn euch eine Level-Limit-Break-Unit gefällt, dann holt sie euch einfach oder dann benutzt halt die Mats, die ihr wollt, um sie zu maxen. Ich habe ja auch die Units so mit euch durchgesprochen. Ihr könnt euch ja auch selber ein Bild davon machen, wie cool ihr die Units findet. Die Tierlist selber an sich ist nur ein Gimmick, was Beginnern wieder helfen soll ein bisschen und was mir auch Spaß macht, um die Units einfach zu sortieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gerne wie immer ein Like und ein Abo da und ansonsten wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag, morgen, Mittag oder Abend, wann ihr das Video schaut. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Yo, Samurai! Come, Sari!